Hallo, heute gibt's bei mir Schweinegeschnetzeltes. Ich habe mir dafür ein sehr schönes Stück Schweinefilet gekauft, habe das klein geschnitten auf kleine, möglichst gleichmäßige Würfel. Dann brauche ich zwei Zwiebeln, ich habe hier frische Pfifferlinge, ein Bund frische Lauchzwiebeln, zum Würzen brauche ich Pfeffer und Salz, etwas Weißwein, dann habe ich ein Päckchen Sahne, ein klein wenig Mehl, Butaris zum Braten. Und an frischen Kräutern nehme ich Petersilie. Jetzt brate ich das Ganze in Butaris an und würze mit Pfeffer und Salz. Jetzt gebe ich die Zwiebeln dazu. Dazu gebe ich jetzt die Pfifferlinge. Jetzt kommen da noch die Lauchzwiebeln bei. Nochmal ein bisschen nachwürzen. Jetzt wird das Ganze mit ein bisschen Mehl bestäubt. Und ich wende das, damit sich das auch schön verteilt. Nun gebe ich die Sahne dazu. Einen Schuss Weißwein. Jetzt lasse ich das Ganze mal erst etwas köcheln. Das ist jetzt Geschmackssache, wie natürlich immer. Wer denn da nur mag, so ist es bei mir auch. Ich gebe nämlich jetzt noch zum guten Schluss ein klein bisschen Rosenpaprika dazu. Und dann ist mein Geschnetzeltes auch schon fertig. Ich habe das Schweinegeschnetzelte jetzt angerichtet. Und zwar gibt es da bei uns jetzt Kartoffeln zu. Das sind Salzkartoffeln, etwas garniert mit ein bisschen frischer Petersilie und frische Prinzessböhnchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lieben Gruß, bis bald. Tschüss.